Ich bin allein zu Hause. Okay, dann meine Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Meine momentane Lage bringt das Wort Leben am Limit auf ein ganz neues Level. Sieht mal selbst, ich habe nichts zum Essen. Da die Schulstories-Idee ziemlich gut ankam, machen wir heute natürlich auch Schulstories. Wait, wer braucht 2020 noch ein 3D-Intro? Wir haben noch das gute alte von 2016. Wir fangen mit der 5. Klasse an. Und ja, ich erzähl mal euch kurz meine Vorgeschichte. Also, ich bin in der Grundschule von der Schule geflogen. Und lass dich nie wieder hier blicken. Yay. Ich habe im Kindergarten jemanden mit einer Plastikschaufel umgeboxt. Yay. Ja, also ich hatte jetzt nicht den besten Ruf. Digga, mein scheiß Mikro, was ist das? Also 5. Klasse. Ich kam mit zwei Leuten aus meiner ehemaligen Schule in einer Klasse. Wir nennen den einen jetzt Nuss und den anderen Philippe. Okay, Alter, das sind das beschissene Namen, Alter. Wir nennen ihn einfach Keck und Keckmaster 2. Digga, was ist denn los mit dem Mikro? Naja, mit den beiden habe ich mich jetzt nicht so gut verstanden. Und in der 5. Klasse habe ich auch zum ersten Mal ein Handy bekommen. Und jetzt könnt ihr zweimal raten, was für eins. Genau, ein Samsung Galaxy S3. Naja, um ehrlich zu sein, ich hatte in der Klasse keine Freunde. So. Ich hatte halt einen, mit dem ich mich vorhin auf der Grundschule gut vertragen habe, aber auf der Realschule. Es war irgendwie komisch. Er mochte mich, glaube ich, nicht mehr so ganz. Naja, dann habe ich so einen Typen namens Mika kennengelernt, mit dem habe ich mich gut verstanden. Wir haben sogar privat was gemacht, also außerhalb der Schulzeiten. Nur, wir haben uns irgendwann mal nicht verstanden und es gab einen großen Streit. Und seitdem haben wir uns nur noch gehasst, also es gab immer Schlägereien mit dem. Und das war halt so der erste Eindruck. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut, dass ich mich in jeden angelegt habe. Und irgendwann mal bin ich auf dem Pausenhof auf eine Gruppe von Siebtklässler getroffen. Und ich weiß nicht wie, aber wir haben uns halt ziemlich gut verstanden. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt halt nur noch mit den Siebtklässlern auf dem Schulhof gechillt. Und es war total korrekt. Und naja, ich war der kleine Laufbursche, die haben mir immer Geld gegeben. Und dann durfte ich immer solche Getränke für die holen. So ein Joyce oder ein Snickers oder ein, was gab's denn da noch? Space Cake. Naja, auf jeden Fall, wir haben uns ziemlich gut verstanden und die waren halt immer korrekt zu mir und manchmal habe ich auch noch Restgeld bekommen. Naja, ich war halt der Butler der Reichen. Naja, also so großartig habe ich noch keinen Scheiß gebaut in der 5. Klasse, außer da und dort mal ein paar Schlägereien. Mit den 8-Klässlern kam ich halt ziemlich gut klar und die haben... Also ich habe mit denen halt auch die größte Schulzeit verbracht halt. Ich habe halt eher Freunde gehabt im privaten Leben. Also ich hatte halt in meiner Straße ein paar Leute, mit denen kam ich ganz gut klar. Und mit denen habe ich halt immer abgehangen. Und ja, die ersten Sommerferien waren irgendwie ein bisschen schlimm, weil meine Eltern haben uns da bei so einem Scheiß angemeldet, damit die uns nicht mehr ertragen müssen. Da durfte ich dann jeden zweiten Tag der Sommerferien hinfahren mit so einem scheiß ranzigen Bus. Das war kompletter Absturz. Dieses Camp war kompletter Absturz. In diesem Scheißloch habe ich damals gespielt. Genau dort. Ach, übrigens, in diesem Loch habe ich sogar Lars kennengelernt, aber nicht auf der gute und nette Art und Weise. Nämlich, naja, ich habe ihn angepöbelt, er hat mich zurückbeleidigt. Naja, irgendwann mal habe ich ihn dann mal außerhalb dieses Camps getroffen und wir kamen ziemlich gut klar und wir haben dann viel mehr zusammen unternommen, obwohl wir so einen Altersunterschied von 3 Jahren hatten, aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Lars einer meiner Freunde nennen kann, weil Lars ist ein ziemlich netter Kerl und ich weiß nicht, falls einer von euch schon mal bei meinen Twitch-Streams dabei war, wo Lars dabei war, Lars ist einfach ein Ehrenmann. In den Ferien habe ich natürlich auch noch mit anderen Freunden was gemacht. Unter dem gibt es ein paar Stories mit Felix, mit Thomas und ja. Ich glaube, das kommt alles ins nächste Video. Naja, das war halt alles, was ich so in der 5. Klasse gemacht habe. Die war eigentlich relativ langweilig, wenn ich mal gucke, was ich jetzt in den letzten Jahren so angestellt habe. Naja, ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Vielleicht gibt es diese Woche noch ein zweites Video, aber ich glaube, es sieht eher negativ aus. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.